durchführen sollen, bevor ich insgesamt weitermache. Wer ist dafür? Ich bitte jetzt, die Karte zu heben. Wer ist dagegen? Okay, dann machen wir es jetzt so. Um 12.30 Uhr wird die Versammlung weitergeführt. Aber ich bitte dann auch alle, ihr Essen eingenommen zu haben. Ansonsten werden wir ohne sie weitermachen. Vielen Dank. 12.30 Uhr geht die Versammlung fort. Ich unterbreche hiermit.
explizit Kevin. Hallo. So, die Versammlung geht weiter. Ihr dürft wieder aufpassen. So, liebe Leute, ich habe gute Nachrichten. Wir haben gerade schon noch genügend Landesvorstandsmitglieder zusammengekriegt, um Änderungen an diesem Beschlussantrag noch vornehmen zu können. Und den Landesvorstand gibt es noch. Und wir können jetzt, sofern mindestens drei meiner noch Kollegen oder scheidenden Kollegen nach vorne kommen, können wir Änderungen direkt in unseren Antrag einfließen lassen. Etty, Meinhardt, Mario. Ja, die bewegen sich in langsam nach vorne. Genau hier vorne, wo es Licht ist. Das ist super. Phil, denk dran, du wirst vielleicht jetzt auch gleich noch was gefragt. Deswegen wäre hier vorne sein vielleicht auch ganz gut. Änderungsanträge zustimmen können. Dankeschön. So. Kevin, du hast wieder das Wort, wenn du was erklären möchtest. Ja, danke. Jetzt geht es um die Änderungsanträge. Wenn jemand wünscht, dass der Antrag vom Vorstand geändert wird, und da gab es ja Wünsche, bitte ich diese Anträge jetzt einmal kurz zu nennen. Und dann würde der Vorstand direkt zu den einzelnen Anträgen sagen, ja, das soll unser Antrag sein, wir übernehmen das, oder halt auch nicht. Das wird mehrheitlich mit vier Leuten aus dem Vorstand, ist das möglich. Das wären einmal Tim und Phil gewesen. Ihr dürft ruhig von hier oben. Geh heran. Wir sind ja. Jetzt fünf Jahre, aber vier müssten zustimmen. Schieb ihn an die Seite. Tim sagt was dazu. Und dann sagt Phil was. Ja, also ich habe eine ganz kleine Änderung, und zwar ist das der zweite Satz. Statt im Sinne... Ein bisschen mehr Ruhe im Plenum. Dankeschön. Also, ich habe eine ganz kleine Änderung. Im zweiten Satz heißt es ja im Sinne des Artikel 21.2 Grundgesetzes. Und es soll einfach nur heißen im Sinne des Grundgesetzes. Das heißt, Artikel 21 und 2 soll gestrichen werden. Ja, vielen Dank. Frage an die Vorstandskollegen. Übernehmen wir das? Handzeichen? Ist übernommen, danke. So, ich habe es auch noch mal ein bisschen einfacher gemacht. In dem Artikel ist einmal vom Selbstbestimmungsrecht des Volkes die Rede. Und hinterher taucht noch mal der Begriff Volkssouveränität auf, weil vorher schon Selbstbestimmungsrecht genannt wird. Ist jetzt mein Änderungsantrag, weiter unten einfach die zwei Worte, die Volkssouveränität zu streichen. Im Augenblick geht es um die Umformulierung unseres Antrags. Also im Augenblick fragen wir das. Wollen wir die beiden Worte, die Volkssouveränität streichen, in unserem Antrag, ja oder nein? Ich bin dafür, das sind auch alle anderen. Dann ist das jetzt der neue Antrag ohne diesen Zusatz. Vielen Dank dafür. Ja, ja, ihr könnt, aber wenn Kevin euch nicht entlässt, dann bleibt er stehen. Gibt es jetzt noch Gesprächsbedarf zu diesem Antrag? Anregungen, Anmerkungen mit den Änderungen, dann bitte jetzt unverzüglich zum Mikrofon. Sie haben jetzt alle einen vollen Mund. Sind das Mikrofongänger da vorne? Nein? Nein? Okay. Da ist einer. Alles klar. Habe ich jetzt Ton? Ja. Einschränkungen aufs Grundgesetz. Ich finde das Grundgesetz zwar total super, ich will das nicht in Zweifel ziehen. Es gibt aber allerdings ein paar Punkte, an denen ich ändern möchte. Steht auch im EU-Wahlprogramm zum Beispiel die Änderung des Asylrechts, zum Beispiel mit Drittstaatenregelungen und so ein Kram. Also damit bin ich zum Beispiel nicht einverstanden. Ich weiß nicht, ob man sich da nicht zu sehr einschränkt. Also dazu möchte ich sagen, hier geht es im Sinne des Grundgesetzes, und das heißt nicht, dass jeder Wortlaut des Grundgesetzes ausdrücklich Teil dieses Beschlusses ist. Okay, danke. Sonst noch Fragen? Dann kommen wir jetzt zu einer Abstimmung. Ich möchte das Plenum darauf hinweisen, dass wir jetzt etwas abstimmen. Wer dafür ist, diesen Antrag anzunehmen, hebt bitte jetzt seine Karte. Es ist nett, dass ihr euch alle so an die Seite gesetzt habt zum Essen. So,
Wer ist dagegen? Enthaltungen? Sieben Enthaltungen, fünf Gegenstimmen. Dieser Antrag ist angenommen. Vielen Dank, liebe Leute. Liebe Leute, vielen Dank. So, jetzt kommen wir zum langweiligen Teil. Top 9 Vorstandswahlen. Ich hätte gern die gewählte Wahlleitung auf der Bühne. Nee, Essen war die letzte halbe Stunde. Tja, das ist nicht mein Problem. So, als erstes möchte ich gerne Frank und Rüdiger bitten, in den Presseraum zu gehen, wie wir schon abgesprochen hatten. Und dann möchte ich jetzt die Liste, die Kandidatenliste für den 1V eröffnen und die Kandidaten, die das gerne werden oder gern kandidieren würden, bitten, dahin zu gehen. Als nächstes möchte ich andere bitten, herzukommen. Und falls er mich nicht hört oder es nicht mitbekommen hat, vielleicht irgendjemanden bitten, ihn hinten schnell aus dem Wahlbereich rauszuholen. Du hast mitgekriegt, dass die Kandidatenliste im Pressebereich ist? Achso, wir müssen in den Presseraum gehen. Ja, da hinten im Presseraum ist die Kandidatenliste. Nochmal ganz deutlich, wer kandidieren möchte, die Kandidaten bitte oder die potenziellen Kandidaten bitte hinten in den Pressebereich hin. Da sind Wahlhelfer, da befindet sich die Kandidatenliste. Und wer es noch nicht mitbekommen hat, Pressebereich ist da vorne die Tür rein, wo man den schönen Meerblick hat. Der andere kommt jetzt auch ganz langsam, das heißt, es geht gleich weiter. Früher hat man zu mir immer gesagt, nicht glatt kann man laufen, aber naja. Ich bin ja manchmal lieb. Okay, und während die Kandidatenliste jetzt offen ist, nutzen wir die Zeit, um das Wahlverfahren vorzustellen, was wir vorschlagen würden für die Wahl des 1Vs. Jeder von euch hat natürlich die Möglichkeit, ein anderes alternatives Wahlverfahren vorzuschlagen. Wir haben uns aber intern überlegt, dass es für diese Wahl das Beste ist. Wir würden gern ein Scoring-Wahlverfahren verwenden. Das ist so aufgebaut, dass es gibt einmal die Möglichkeit, sich zu enthalten. Es gibt einmal die Möglichkeit, ein N zu wählen für Nein. Oder ich vergebe an diesen speziellen Kandidaten 1 bis x Punkte, je nach Anzahl von Kandidaten. Sobald ich Punkte vergebe, stimme ich bei diesem Kandidaten für Ja. Wenn ich ihn also definitiv nicht möchte, André, geh mal nach hinten, ich rufe ihn, okay. Wenn ich ihn definitiv nicht möchte, muss ich auf Nein auswählen und nicht wenig Punkte wählen oder Ähnliches. Es gilt wie immer die absolute Mehrheit. Das heißt, es müssen mehr Ja-Stimmen als Nein, ungültige und Enthaltungen zusammen. Fragen, Anregungen, Meinert, ja, komm. Ari, magst du mal das Mikrofon anmachen? Sag, Mikro ist auf. Doch? Jetzt?
Gut. Frage, was hat dann sozusagen die zu vergebende Punktzahl zu bedeuten? Sind das dann jeweils, ich sag jetzt, 10 Ja-Stimmen, die gezählt werden und dann gilt die einfache Mehrheit? Das kann nicht funktionieren. Die Frage ist, warum das überhaupt nötig ist, dass wir bei so wenigen Kandidaten ein Scoring haben und nicht einfach Ja, Nein oder Enthaltung bei jedem Kandidaten machen. Die Idee von einem einfachen Scoring ist in dem Fall halt, dass die Leute ausdrücken können, wen sie für akzeptabel halten, aber halt sagen können, also der ist in Ordnung, dem gebe ich 3 Punkte, der ist mein Favorit, aber der andere ist auch noch okay. Beim reinen Approval hast du ja immer nur die Option ja, also du hast einfach weniger Ausdrucksmöglichkeiten, ja. Expressivität, um zu sagen, was du eigentlich willst. Es geht darum, dass man seinen Wählerwillen deutlicher machen kann. Ja, ich würde den Wählerwillen gerne ganz deutlich machen, indem ich Ja, Nein oder Enthaltung sage und nicht ein bisschen Ja und ein bisschen Nein. Tut ja, mir leid. Nein, der Punkt, es geht ja auch, na, also, gut, wir könnten direkt halt eben Approval machen. Da ist ab 3 Kandidaten ist die Wahrscheinlichkeit höher, dass halt eben niemand zustande kommt. Ja, und so könnten wir halt vom ersten Wahlgang zumindest halt eben Präferenzen deutlicher machen. Ich vermute auch, dass wir bei 3 Kandidaten mit einem Wahlgang schon ein Ergebnis hinkriegen und es hätte dann ja, ich weiß, dir ist Expressivität wichtig, das stimmt ja auch, ist ja auch ein wichtiger Punkt, aber Einfachheit eines Wahlsystems hat ja auch Vorteile und ich glaube, bei 3 Kandidaten haben wir nach einem Wahlgang schon ein Ergebnis und der Vorteil ist, dass wir schneller auszählen können. Also meine Frage ist, was muss ich tun, wenn ich ein einfaches Approval haben möchte? Du stellst einfach dieses als Wahlverfahren vor und wir lassen das dann abstimmen. Also okay. Gut, dann stelle ich den Antrag, dass wir stattdessen einfach Approval machen. Nee, das muss nicht schriftlich. So, Phil. Eine kleine Pro-Rede dazu. Ich finde, als Wähler kann ich da wirklich meine unterschiedlichen, ich halte alle 3 Kandidaten zum Beispiel für geeignet und ich möchte nicht taktisch wählen und deswegen finde ich das Wahlverfahren eigentlich gut, weil ich mit diesem Wahlverfahren eine unterschiedliche Gewichtung der Kandidaten vornehmen kann. Sonst kann ich das nämlich nur machen, indem ich irgendwie 1 oder 2 Kandidaten abwähle und Nein stimme und den anderen hochwähle und wenn ich ein Scoring oder ein Punkteverfahren habe, dann kann ich die unterschiedliche Eignung der Kandidaten unterschiedlich bewerten. Und das finde ich positiv. Du hast gerade den ersten Wahlgang betont. Was hat der erste Wahlgang zu sagen? Was ist das Besondere daran? Dass es der erste Wahlgang ist. Der Punkt ist halt die Frage, ob es einen zweiten Wahlgang gibt. Je weniger expressiv ein, also das ist jetzt Formalsprache, also je weniger du ausdrücken kannst, was eigentlich dein Wille ist, desto höher die Tendenz beim Approval, dass halt im ersten Wahlgang keine Person über die 50% kommt. Wir haben absolute Mehrheit als Bedingung dafür, dass jemand gewählt ist. Deshalb die Option halt eben für das Ja, das zu variieren, dass man sagt, ja, den am liebsten und den am zweitliebsten und den dritten auf keinen Fall. Darum geht es halt eben bei diesem einfachen Scoring. Also Scoring ist im Grunde genommen eigentlich sowieso auch nur ein Approval, in dem man einfach abstufen kann, wenn man das anders betrachtet. Das ist die Idee dahinter. Wäre es dann nicht auch fair, wenn man sagen würde, wir stufen auf bei Nein? Weil auch da, denke ich mal, gibt es noch Differenzen, dass jemand sagt, na okay, den möchte ich eigentlich nicht, aber den möchte ich auf gar keinen Fall. Um ein Gegenpart zu diesen Ja-Abstufungen zu haben. Ja, aber das Problem bei den Nein-Stimmen ist ja, man braucht die absolute Mehrheit der Ja-Stimmen. Es gibt keine absolute Mehrheit der Nein-Stimmen. Wenn ich, egal welche Nein-Stimme ich gegeben habe, es gilt als Nein. Das hat ja keinerlei Einfluss mehr insgesamt. Da geht es ja dann nur darum, hat er die 50% oder nicht. Bis jetzt. Ein Wahlverfahren soll zum einen ermöglichen, dass ich meine Meinung ausdrücken kann. Zum anderen muss ich das Wahlverfahren verstehen. Ein Verfahren, bei dem ich Nein oder irgendwelche Punkte vergeben kann, muss ich ehrlich gestehen, erschließt sich mir nicht vollständig. Ich halte das nicht für sinnvoll, so zu machen. Du kannst das Nein auch als Null verstehen.
Es ist effektiv das Gleiche. Es ist einfach nur so, vom Wahlgesetz her musst du halt eben Ja und Nein sagen können. Deswegen machen wir das auch explizit, dass diese Punkte für Ja's im Grunde genommen stehen. Also ich bin grundsätzlich durchaus für diese Punktewahlgeschichten. Ich habe aber eine Frage an euch. Ja. Stellt euch vor, vier Leute wählen 0 Punkte und einer wählt 5 Punkte. Das heißt, vier Leute wollen die Person nicht, eine Person möchte sie. Gegenüber 5 Personen, die jeweils einen Punkt vergeben. Wie wollt ihr das auseinanderhalten? Ja. Da die Nullpunkte als Nein gelten, ist in dem Augenblick die absolute Mehrheit nicht erreicht und der Kandidat ist nicht gewählt. Alles klar, herzlichen Dank. Ja. Noch Fragen, Verfahrensfragen, Alternativanträge? Ja, den habe ich wahrgenommen. Könnt ja noch einen geben. Gibt ja noch mehr Wahlverfahren. Sind da nicht die einzigen beiden? Okay. Dann schließen wir die Rednerliste dazu. Stimmen beide ab. Ja, natürlich. Klar. Ja. Und die Versammlung bekommt, was die Versammlung möchte. Ich weiß. Ja. Genauso sieht das aus. Auch hier, diesmal erkläre ich das Verfahren. Machen wir das so wie immer, also wobei immer ja komisch ist. In diesem Fall stimmen wir beide Anträge gegeneinander ab. Derjenige, der die Mehrheit erhält, wird dann noch einmal abgestimmt, um zu gucken, ob er auch die Mehrheit der Stimmen erhält und nicht abgelehnt wird. Einmal der Wahlvorschlag von, ich nenne ihn jetzt André, der Wahlvorschlag von André. Ja, Wahlverfahrensvorschlag, der Kacke. Wer ist für Andres Vorschlag? Der da. André, der Mann, der hier steht. Das ist André. Ne? Genau, also. Also Andres Wahlverfahren, beziehungsweise das Scoring-Wahlverfahren, es halten schon Leute die Karten hoch, bitte. Wer ist für das Scoring-Wahlverfahren? Oben lassen, bitte. Und wer ist für Tim Webers Wahlverfahren? Das ist der Mann hier vorne, der jetzt aufsteht, der vorgeschlagen hat, das Approval-Voting zu nehmen. Wer ist dafür? Bitte jetzt die Karten heben. Damit ist das Approval-Wahlverfahren vorne. Wir stimmen das Approval-Wahlverfahren ab. Du kannst Antragstellen auch zählen. Ich habe gezählt. Wenn du musst, dann musst du die Zahl zumindest sagen fürs Protokoll. Nein, es ist nicht offiziell gezählt worden, nur für sich selber. Also. Muss ich nicht. Muss ich nicht. So, wer jetzt bitte abstimmen, wer ist dafür, dass wir nach Approval-Wahlverfahren wählen? Die Karten nach oben. Ja, mir ist jetzt Wurst. Also. Machst du die Zettel fertig? Wer ist dagegen? Enthaltungen? Also es waren 8 Gegenstimmen, 2, 4, 6, 8 Enthaltungen. Der Antrag ist angenommen. Wir wählen nach Approval. André geht schon und bereitet die Wahl vor. Ich übergebe wieder das Wort an die Wahlleiterin. So, jetzt nochmal die Frage, oder erstmal die Frage. Haben alle, die gerne kandidieren würden, den Weg Richtung Presseraum gefunden, um sich in die Kandidatenliste einzutragen? Wer es noch nicht hat und jetzt gerne möchte, sollte sich jetzt wild winkend, gestikulierend oder ähnliches auf dem Weg zum Pressebereich machen. Ich sehe keinen und schließe hiermit die Kandidatenliste und möchte dann als nächstes den Kandidaten oder dann gucke ich erstmal schnell, bin dann in 2 Minuten ungefähr wieder da. Ja. Ablauf ist suboptimal. Für den stellvertretenden Vorsitzenden bitte ich die Wahlleitung, den Ablauf zu optimieren. Ja.
Okay, dann fangen wir jetzt mit den Vorstellungen an. Ganz einfach nach Alphabet des Nachnamens. Und ich möchte jetzt gern HGB bitten, nach vorne zu kommen, um sich vorzustellen. Oder ausführlich Matthias Hagenbäumer. Weil der Nachname mit H anfängt und nach meinem Alphabetkenntnissen ist das von den drei Kandidaten. Okay, dann machen wir das so. Wenn ihr euch darauf eingetragen habt, können wir das auch so machen. Aber das nächste Mal einfach Bescheid sagen. Okay. Habt ihr auch schon gelost oder müssen wir das jetzt für euch übernehmen? Ja, dann kommt her. Ich kann ja nicht für eure Losung. Also, jetzt ist gut. Jetzt mal ganz ehrlich. Was ist das hier? Christian Koch. Jungs. Okay. Nachdem die Kandidaten sich geeinigt haben, fängt Kevin mit der Vorstellung an. Danach kommt Christian Koch und als letztes wird sich Matthias Hagebäumer vorstellen. Kevin, bitte, du hast das Wort. Ja, vielen Dank. Ich bin Kevin Price. Ich bin Vorsitzender des Landesverbandes seit einem Jahr. Ich habe vorhin berichtet. Und ich möchte euch gerne sagen, also nicht nur in Bezug auf das vergangene Jahr, sondern in Bezug auf das folgende, was jetzt sicherlich noch wichtiger sein wird, was ich vorhabe, wie ich vorhabe, dieses Amt auszuüben, sofern er mich wieder wählt. Dazu möchte ich auch sagen, was ich gut kann, was ich weniger gut kann und wofür ich gerade in dieser Dreierkombination stehe. Es ist so, dass ich vorhin berichtet habe, ich bin Problemlöser, ich musste viele kleine und große Dinge reparieren. Wenn etwas kaputt ist, dann repariere ich gerne und das ist nicht immer eine leichte Aufgabe, aber ich gehe sie sorgfältig durch. Ich suche nach Problemursachen. Ich habe auch schon mal zwei Streithähne, die sich gegenseitig bei der Polizei angezeigt hatten, wieder an einen Tisch gesetzt und dafür gesorgt, dass sie wieder miteinander reden. Jetzt im Augenblick haben wir die Piratenpartei in einer Situation, dass dieser Dialog an ganz vielen Stellen dringend fehlt. Jetzt im Augenblick sind Dinge kaputt. Es wird von Flügelbildung gesprochen und von Dingen. Wir haben vorhin ein Statement beschlossen. Wir haben uns von Björn erklären lassen, wie er die Dinge sieht. Ich denke, diese Sicht ist durchaus teilbar. Da sind Dinge kaputt. Und ich denke, dass ein Großteil dieser Dinge wir eben nicht mit großen Keulen und Parteiausschlussverfahren lösen müssten, sondern wir müssten erst mal anfangen, miteinander zu reden. Und deswegen ist es so, dass ich auch immer für Gespräche da bin. Es gibt, das hat seine Grenzen. Es gibt ein Mitglied der Piraten Niedersachsen, dem habe ich das Gespräch verweigert, aber das war bisher die einzige Ausnahme. Das war so ein Spinner, der hat in die Kamera gesagt, dass er Holocaust-Leugnung erlauben wollte. Das ist der einzige, mit dem ich das Gespräch verweigere. Es ist so, dass wir kein wir sind eine politische Partei. Wir sind also keine Institution für Hilfe für Leute, die persönliche Probleme haben. Das heißt, dass wir durchaus nicht jedem gerecht werden müssen. Wir müssen nicht dem Allerletzten hinterherrennen. Und wenn dann jemand der Holocaust-Leugnung erlauben möchte, wenn er die Partei verlässt, dann ist das gut. Jetzt ist es so,
dass wir diese Gespräche aber voranbringen müssen. Und es ist so, dass nicht jeder gleich viel Geduld mitbringt und gleich viel Gesprächsbereitschaft. Jeder hat für sich persönlich eine Bandbreite von Leuten. Ich rede und ich kann mich verstehen mit diesen Leuten, die ähnlich meiner Meinung sind oder die von meiner Meinung stark abweichen. Ich habe da eine sehr große Bandbreite. Ich weiß von anderen, dass sie da eher schon mal Konflikte und persönliche Schwierigkeiten einfach aufrechterhalten. Das nützt uns nicht, das schadet uns. Wir müssen mit einer Stimme nach außen sprechen und damit diese eine Stimme auch uns allen gerecht wird, dafür sind diese Gespräche notwendig. Vielleicht hat es der ein oder andere von euch gemerkt, wenn es zum Beispiel Gesprächsbedarf mit mir gibt, meine Handynummer steht seit jeher im Wiki und wenn ich einen Anruf sofort annehmen kann, dann tue ich das auch. So. So viel zu den Internen. Ich glaube nämlich, dass tatsächlich intern ganz viel zu reparieren ist. Es ist aber auch ganz wichtig, dass wir uns nach außen zeigen. Und wir haben, glaube ich, alle gewissermaßen Eigenschaften, die nicht unbedingt die Gesellschaft voranbringen, wie zum Beispiel Eigenschaften wie Häme und Zynismus und vielleicht auch ein bisschen Bedarf nach Sensationen. Das sind solche Eigenschaften, die sind genau der Grund dafür, dass es zum Beispiel eine Bild-Zeitung gibt oder dass es die Popcorn-Piraten gab. Ich selber glaube, dass ich nicht frei bin von Häme und von Zynismus, aber ich werde, und das habe ich bisher getan, diese Dinge immer schön gegen die Konkurrenz richten und das habe ich nie gegen Piraten gerichtet. Und ich denke, dass ihr bislang die ein oder andere Spitze auch von mir persönlich gegenüber unserer Konkurrenz gehört habt. Ich verspreche, dass das auch weiterhin passieren wird. Ich hoffe auch, dass wenn wir jetzt in diesem neuen Vorstand Posten wählen wie politische Geschäftsführer, Generalsekretär, mehr Vertreter und so weiter, dass dann die Strukturen so sind, dass auch ich als Vorsitzender eines neuen Landesvorstandes nicht mehr ganz so sehr durch viele kleine Einzelaufgaben an allem Möglichen gebunden bin, sondern dass ich auch mehr Zeit habe, nach außen hin zu agieren, die Politik auf ihre ganz deutlichen Fehler hinzuweisen. Denn das ist nämlich der eigentliche Grund, warum ich Pirat geworden bin. Es ist so, dass die Politik auf allen Ebenen bisher, sofern sie ohne uns stattfindet, ganz furchtbare Scheiße baut. Und wir haben in unserem Programm eigentlich schon ganz gut klar gemacht, an welchen Stellen aufgeräumt werden muss. Wir kriegen regelmäßig die Steilvorlagen, die uns zeigen, was da schief läuft. Ich rede jetzt nicht nur vom Drehtürlobbyismus oder von der Überwachung. Im Prinzip können wir jeden Tag uns irgendein Thema aussuchen, wo wir sagen, das ist unsere Meinung dazu, so wäre es viel besser. Dieses Konstruktive, das kommt bislang zu kurz, das würde ich gerne nach vorne treiben. Und bei diesem Konstruktiven kann man aber durchaus die Konkurrenz auf ihr Versagen hinweisen. So, das Ganze ist ein Gesamtkonzept, das ich gerne so leben möchte. Ich möchte gerne, dass wir mehr Gelegenheit haben und ich möchte auch mit einem politischen Geschäftsführer gemeinsam die Möglichkeiten nutzen, stärkere Eigenwerbung für uns zu machen. Wir haben, wie vorhin berichtet, die Öffentlichkeitsarbeit als Servicegruppe gegründet. Das muss noch deutlich vorangeschritten werden. Das würde ich jedoch gerne nicht zu meiner dauerhaften Pflichtaufgabe machen, sondern gerne einen Überblick darüber haben, dass es funktioniert. Und wenn nicht, würde ich dann gerne dafür werben, dass dort eben noch mehr Aktivität entsteht, weil da noch dringend Aufgaben offen sind. Und ich würde gerne mich in diesem Wissen auf die tatsächliche Politik konzentrieren, die Konkurrenz eben zurechtweisen und uns selber in ein solches Licht darstellen, dass wir von den Menschen, die uns wählen sollten, so ernst genommen werden können, dass es auch geschieht. Bislang ist es so, und ich frage auch regelmäßig Nicht-Piraten oder Leute, die ich aus meinem Umfeld kenne, die nicht besonders viel Draht zur Piratpartei haben, wie siehst du die Piraten? Gibt es einen Grund, warum du uns wählst oder warum du uns nicht wählst? Ich gucke mir gerade die Nicht-Gründe sehr genau an. Und das würde ich gerne weiter in unsere Öffentlichkeitsarbeit einbringen. Ich glaube aber, einer der größten Gründe, den ich am häufigsten höre, ist, ihr seid zu zerstritten oder eine falsche Wahrnehmung unserer programmatischen Inhalte. Diese Zerstrittenheit, ja, anfangs war es vielleicht ein Mythos, im Augenblick kracht es tatsächlich so gewaltig, dass wir dem entgegenwirken müssen. Ich glaube aber, das sind alles Punkte, die wir reparieren können und das würde ich gerne mit eurem Vertrauen tun. Dankeschön.
Ich habe jetzt nicht genau auf dem Schirm, gibt es sofort Fragen oder am Ende, nachdem die drei durch sind? Am Ende. Ja, dann Chris, bitteschön. Hallo, mein Name ist Christian Koch, ich bin 42 Jahre alt, komme aus Hannover, bin inzwischen im Kreisverband Hildesheim als Pirat und seit 2007 bin ich Pirat und habe diesen Landesverband mitgegründet. Seit 7 Jahren ist viel passiert und eine Sache passiert heute gerade, das ist das erste Mal, dass ich bei einer Rede die Notizen gemacht habe, weil es gibt sehr vieles Wichtiges zu sagen, zu besprechen. Ich möchte ungern Sachen vergessen und von daher entschuldigt, dass ich ab und zu doch mal runtergucke und einmal stocke. Vor 7 Jahren haben wir diesen Landesverband mit einer guten Anzahl von kleinen Personen, netten Personen gegründet. Knapp über ein Dutzend waren wir. Von diesen 13 Personen, sind gerade mal noch 3 wirklich aktiv im Landesverband. Der Rest ist in anderen Landesverbänden inzwischen oder ist gar nicht mehr Pirat. Aus diesen 13 Personen von vor 7 Jahren sind inzwischen über 2000 geworden. Die Zahl geht etwas zurück, aber wir haben einen immensen Zustrom, einen immensen Zuspruch bekommen in der Zeit. Das ist auch gut so, das ist wichtig. Die letzten Wochen waren dann allerdings trotzdem sehr hart. Wir haben sehr viel durchgemacht, inner- wie außerparteilich. Über Streitereien, Gates und so weiter möchte ich jetzt hier gar nicht groß was sagen. Ich glaube, dass tut heute nicht so unbedingt zur Sache. Ich erwarte allerdings, insbesondere von Vorständen, von gewählten, von uns gewählten Menschen, dass sie ganz klare Stellung nehmen zu Dingen, die passieren. Und sei es nur, dass sie innerparteilich dafür sorgen, dass wir diskutieren, uns darüber austauschen und eine Lösung finden. Björn hat vorhin vieles gesagt, vieles Wichtiges gesagt, aus Sicht des Bundesvorstands. Ich hoffe sehr, dass da Worte nicht alleine bleiben, sondern Taten folgen. Es sollte eigentlich jedem klar sein, dass wir eine Partei sind, die angetreten ist für eine Verbesserung dieser Demokratie, für eine Verbesserung der Gesellschaft. Wir sind eine Partei. Wir haben einen politischen Auftrag. Aber das muss auch sehr ganz klar gesagt werden, gerade in der letzten Zeit, in den letzten Wochen und Monaten. Wir sind keine Partei, die es dulden kann, Mitglieder zu haben, die Molotow-Cocktails schmeißen. Wir haben uns in der letzten Zeit zu lange und zu viel von Chaoten und Idioten leiten lassen. Und wir sollten ihnen trotzdem zuhören, ja. Aber wir sollten uns nicht von ihnen bestimmen lassen, was wir zu sagen und zu tun haben. Wir sollten uns nicht davon leiten lassen, nur noch zu reagieren und teilweise auch falsch zu reagieren. Wir haben den Auftrag als Partei, politisch zu sein. Ich habe es eben schon einmal erwähnt. Wir müssen dahin wieder zurück. Wir hatten letztes Jahr eine Landtagswahl. Die Piraten haben es nicht in Niedersachsen geschafft, gewählt zu werden. Diese Politik, die wir betreiben, die wir uns vorstellen, ist in diesem Landesverband in Niedersachsen kläglich vermisst. Die Regierung feiert sich mit Erfolgen, die gar nicht da sind. Das politische Programm, das wir uns vorgenommen haben, ist in nicht einem einzigen Punkt bisher begangen worden. Nicht so, dass wir damit zufrieden sein könnten. Wir müssen wieder politisch arbeiten. Und wir müssen unsere Forderungen wieder in die Politik hineinbringen. Ich stehe aber jetzt nicht hier, weil ich über Politik reden will. Wir machen keine Landtagswahl in der nächsten Zeit. Ich stehe hier, weil ich mich bewerbe als Vorsitzender dieses Landesverbands. Ich war das bereits zu Anfang. Ich war in der Zwischenzeit Schiedsgericht. Ich bin immer noch im Schiedsgericht. Und auch noch einige andere Dinge gemacht, was Organisatorisches, Leitendes angeht. Ich weiß, worauf ich mich hier einlasse. Ich möchte aber noch mal ein paar Punkte herausgreifen von denen, die ich in den letzten Wochen auch schon gepostet habe bei mir im Blog, was Reaktionen hervorgerufen hat
auf der Mailingliste, auch in persönlichen Gesprächen. Es wird leider oft vergessen, dass wir ein Flächenland sind. Wir haben viele kleine, ich sage jetzt mal gallische Dörfer von Verbänden, Kreisverbänden, Stadtverbänden, einzelnen Stammtischen. Die kommen sich zum Teil wirklich vor wie gallische Dörfer. Es fehlt zwischen diesen Dörfern, dieser Ozean von Freifläche, wo keine Piraten sind. Da fehlen einfach Wege, miteinander zu kommunizieren, sich auszutauschen, Informationen weiterzugeben und sich auch zu helfen. Das klappt nur im Kleinen. Es muss wieder ein großer Zusammenhalt sein. Wir sind ein Landesverband. Warum machen wir dann nicht etwas zusammen? Warum nur auf kleiner Ebene? Es wird Zeit, daran zu arbeiten. Das muss der nächste Vorstand unbedingt machen. Wir müssen, und ich weiß, das Müssen wird nicht von jedem gerne gehört, weil wir machen ehrenamtliche Arbeit, alle zusammen. Wir machen das als Hobby, als Spaß. Naja, fast alle. Wir haben knapp 60 Kommunalpiraten, die das nicht nur zum Spaß machen, sondern die das aktiv in den Räten machen. Diese 60 Piraten brauchen auch unsere Unterstützung. Es kann nicht sein, dass dort Anträge ab und zu mal eingereicht werden, mal nachgefragt wird, aber sie brauchen Unterstützung von uns. Sie müssen wissen, was sollen sie machen, und sie brauchen vor allem auch personelle Unterstützung in der Arbeit. Auf der anderen Seite können wir von diesen Kommunalpiraten aber auch nehmen. Wir können die Politik, die real passiert in den Räten, nehmen, zu uns in die Partei, diskutieren, wie gehen wir damit um, was wollen wir daraus für uns herableiten. Es ist ein Geben und Nehmen. Und wir werden für die nächsten Landtagswahlen und Kommunalwahlen nicht drumherum kommen, Menschen, die für uns arbeiten wollen, das ist Arbeit, Politik ist Arbeit, auch darauf vorzubereiten, was sie an Arbeit erwartet. Dafür werden die 60 Piraten, die wir haben, mit Sicherheit zur Verfügung stehen. Ein ganz wichtiges Anliegen, das ich habe, wir hatten es vorhin auch schon gehört, wir hören es in den letzten Tagen immer öfter, Mobbing ist in dieser Partei nicht das Richtige. Wer gemobbt wird oder wer wegen seinen Aussagen diskriminiert wird, dafür sind zu viele, die ruhig bleiben. Dafür sind zu viele, die sagen, ich habe es nicht gesehen, nicht gehört. Das ist falsch. Wir müssen diesen Menschen, egal ob sie Fehler gemacht haben oder nicht, erst einmal zur Seite stehen und sagen, hey, wenn du Fehler machst, steh dazu, okay, aber wir lassen es nicht zu, dass deine Existenz ruiniert wird. Denn auch dann ist es immer noch ein Pirat, immer noch ein Mitglied von unserer Partei. Und auch dafür müssen wir einstehen. Wenn wir als Bürgerrechtspartei für andere Bürger einstehen wollen, dann müssen wir es innerparteilich unbedingt selber hinkriegen. Wenn wir das nicht schaffen, dann können wir auch keine Politik machen. Eine letzte Sache noch. Wir müssen miteinander reden. Und ich erwarte von einem Vorstand, dass er nicht nur mit sich redet, in sich redet, sondern auch mit anderen redet. Wir sind eine Basispartei. Wir müssen wieder dafür sorgen, zu sehen, dass der Vorstand als ausführendes Organ das ausführt, was die Partei will, was die Mitglieder wollen. Das ist wichtig, denn das ist ein Alleinstellungsmerkmal, das ist ein Anspruch von uns an die Politik. Wir wollen, dass mitgemacht wird. Und das kann auf ganz kleiner Ebene schon passieren. Es muss forciert werden. Es muss endlich damit begonnen werden, die vergangene Zeit nicht mehr diese Selbstbeschäftigung zu machen, sondern es muss wieder dafür gesorgt werden, dass alles auf mehr Schultern verteilt wird, damit es wieder besser funktioniert. Damit auch wieder die Motivation da ist. Damit wieder gesehen wird, es passiert etwas, wenn ich mich beteilige. Diesen Anspruch, diese Zeitverständigung, die wir bisher in den letzten Jahren hatten, insbesondere in dem letzten Jahr, das muss sich rapide ändern. Dafür stehe ich hier. Dafür trete ich hier an, als 1V dieses Landesverbandes. Für die Einigung dieses Landesverbandes und dafür vor allem, dass wir wieder als Partei nach vorne kommen. Und darum hoffe ich auf eure Stimmen. Vielen Dank. Vielen Dank dafür. Matthias Hagebäumer. Ja, Hagenbäumer. Habe ich vorher einmal gewarnt? Danke. Tag auch.
Ja, ist geil. Also dieser Landesverband hat jetzt eine gute Wahl. Wir haben einen amtierenden Landesvorsitzenden, der sich hier als akribischer Arbeiter dargestellt hat. Das möchte ich auch nicht bezweifeln. Und wir haben einen ehemaligen Landesvorsitzenden, den ich als durchaus politisch empfinde. Ich habe mir hier so eine wunderschöne Rede zusammengeschrieben. 10 Minuten dauert die. Und dann haben einige Piraten gesagt, na, das wirkt aber viel besser, wenn du frei sprichst. Ich gesagt, na gut, spreche ich frei, stelle ich ins Wiki. Und in dem Moment, wo ich das PDF im Wiki hochspielen wollte, was war da? Orgastreik. Ach geil, habe ich gedacht. Immer dann, wenn du denkst, es läuft alles scheiße, da machen Piraten irgendwelche geilen Sachen. Dieser Orgastreik, ich habe ihn geliebt, ich fand's großartig. Jetzt muss ich sie euch doch vortragen, tut mir leid. Wir haben die letzten Wahlen total vergeigt und das haben wir auch verdient. Wir Piraten aus dem Landesverband Niedersachsen haben mit unserem schlechten Wahlergebnis die Glückssträhne der Piratenpartei beendet. Verloren haben wir diese Landtagswahl, weil wir den niedersächsischen Souverän total falsch eingeschätzt haben. Wenn man in einem niedersächsischen Dorf einen Resthof kauft, dann schauen die Alteingesessenen erstmal, was machen die Leute mit dem Haus? Und was haben wir gemacht? Wir sind als buntgescheckte Möchtegern-Landkommune durchs Dorf gezogen, anstatt erstmal das alte Haus instand zu setzen und den Dreck vom Hof zu schaffen. Positiv an dieser Wahlschlappe ist eine Lehre. So geht es offenbar nicht. So gewinnt man nicht das Vertrauen in eine neue politische Kraft. Wir haben nämlich jede Menge berechtigter Forderungen an die Politik. Sei es direkte Demokratie, Transparenz staatlichen und staatsnahen Handelns oder auch nur verantwortlicher Umgang mit Steuergeldern. Nur eines haben wir geflissentlich übersehen. Wer solche Forderungen an andere stellt, muss sie erstmal bei sich selbst verwirklichen. Wir haben keine funktionierende Basisdemokratie in unserer Partei. Wir haben keine innerparteiliche Transparenz. Und wir haben noch nicht einmal flächendeckend funktionierende Strukturen. Unser Umgang mit Finanzen ist bestenfalls schwach ausreichend. Allein in den Jahren 2009 bis 2012 haben wir 3,85 Millionen Euro aus der staatlichen Parteienfinanzierung nicht abgerufen. 3,85 Millionen Euro, die sich andere Parteien aufgeteilt haben, weil wir zu ungeschickt waren, unsere Finanzen so zu gestalten, dass es passt. Und das hat nichts mit Schiebereien oder Kungeleien zu tun. Das ist einfach das, was man mal machen muss. Professionell Politik machen, ohne dabei wie die ganzen Profi-Arschlöcher in den anderen Parteien zu sein. Ich bitte den Ausdruck Arschlöcher zu ignorieren. 2013 wäre das Jahr der Piraten gewesen. Diese NSA-Affäre war eine der sehr seltenen Möglichkeiten, dass wir in unserem Kernthemenbereich als kompetente politische Kraft auftreten und unseren Claim abstecken. Und auch das haben wir, alle Piraten, bundesweit versemmelt. Bei der anstehenden Europawahl besteht die konkrete Gefahr, ebenfalls an der dran vermutlich 3%igen Hürde zu scheitern. Aber selbst dann hätten alle Piraten noch einmal die Möglichkeit, dieses Scheitern als Chance zu erkennen. Zeitgleich mit und im Vorfeld der Europawahl gibt es einige Kommunalwahlen in Niedersachsen, beispielsweise in Goslar, auf die wir nicht wirklich vorbereitet sind und die dringend unsere tatkräftige Unterstützung brauchen. Die nächsten landesweiten Kommunalwahlen stehen 2016 an. Und zu unserem Glück haben wir bis zur nächsten Landtagswahl noch ein wenig Zeit, sofern die rot-grüne Landesregierung die Legislatur wirklich durchsteht. Diese Zeit sollten wir nutzen, um endlich unser Haus in Ordnung zu bringen. Das wird aber nicht funktionieren, wenn wir uns weiterhin verhalten wie die Judäische Volksfront oder die Volksfront von Judäa. Ja? Und es wird auch nicht funktionieren, wenn wir die Verantwortung für unser Versagen als Landesverband auf andere schieben. Egal ob der Bufo oder die Berliner oder irgendwelche Promi-Piraten irgendwas sagen oder machen. Das hat nichts damit zu tun, denn dieser Landesverband ist unser Landesverband. Und wir alle sind selber dafür verantwortlich, was hier passiert oder unterbleibt. Jeder einzelne Pirat im Landesverband. Es ist natürlich einfacher, immer nur zu meckern.
anstatt sich selber dran zu machen, den Stall auszumisten, und aus diesem Grunde bewerbe ich mich für den Landesvorsitz. Zu meiner Person. Meinen Nachnamen Hagenbäumer habe ich durch meine erste Ehe erworben. Da ich unter diesem Namen erstmals bundesweit politisch aktiv geworden bin, habe ich nach meiner Scheidung und dem Eintritt in die Piratenpartei diesen Namen als Künstlernamen in meine Papiere eintragen lassen. Unter meinem bürgerlichen Namen arbeite ich im Landkreis Osterode als Taxifahrer und in diversen Gelegenheitsjobs sowie als Versandantiquar in familiärer Kleinselbstständigkeit. Unser monatliches Einkommen beläuft sich mit Frau und Kind bei 240 Arbeitsstunden auf rund 1200 Euro. Wenn ich gar nicht arbeiten und Hartz IV beziehen würde, wären es rund 50 Euro mehr. Meine Meinung zu Mindestlohn und bedingungslosen Grundeinkommen dürfte also klar sein. Es gibt auch kaum eine politische Frage, zu der ich keine Meinung habe. Allerdings finde ich es mehr als unpassend, wenn ein Landesvorstand oder gar ein Landesvorsitzender in dieser Funktion seine eigene Meinung sagt. Deshalb werde ich für den Fall, dass ich gewählt werde, mich jeder öffentlichen Meinungsäußerung enthalten, auch privat, sofern die LMV das so beschließen würde, zu der ich dringend rate. Sollte ich gewählt werden, werde ich selbstverständlich jeden abrechnungsfähigen Cent mir erstatten lassen, und diese Erstattung werde ich nicht spenden. Außerdem plädiere ich nachhaltig dafür, Vorständlern und Beauftragten eine Aufwandsentschädigung für das Ehrenamt zu zahlen. Die Heidepiraten haben dazu mal einen sehr schönen Vorschlag in den Lüneburger Stadtrat eingebracht. Das ging da um das Ehrenamt Feuerwehr. Ein symbolischer Euro. Aber es ist abgelehnt worden. Natürlich, viele unserer Sachen werden abgelehnt. In Braunschweig gibt es eine sehr akribische Fraktion, die wunderbare Sachen machen, aber wir sind noch zu wenige. Die Kommunalwahlen sind wirklich wichtig. Die sind wirklich wichtig. Viele denken vielleicht auch an die zahlreichen Karteileichen. Und das ist in der Tat ein Problem, das umgehend angegangen und zeitnah gelöst werden muss. Vermutlich werden wir am Ende des Prozesses sehr viel weniger eingetragene Piraten im Landesverband haben. Aber auch das gehört zur Ehrlichkeit und Transparenz. Jeder dieser Piraten hatte sicherlich gute Gründe für seinen Rückzug aus unserer Partei. Und diese Gründe, die sollten wir kennen und beherzigen. Die konkrete Agenda des Landesvorstands hängt nicht allein vom Vorsitzenden ab. Vielmehr ist es Sache des gesamten Vorstandsteams, in einem demokratischen Prozess die Leitlinien für das laufende Jahr festzulegen. Und zwar nach den Vorgaben der Landesmitgliederversammlung. Nach euren Vorgaben. Macht ihr dem Vorstand keine Vorgaben, kann er auch nichts umsetzen. Das heißt nämlich Basisdemokratie. Und abschließend, wir haben aus einem Grunde Vorstände, nämlich weil uns das Parteiengesetz das vorschreibt. Es ist eigentlich völlig unpiratisch, um das mal so zu sagen, einen Vorstand zu haben, weil wir haben 1000 Parteichefs, aber der Landesvorsitzende, das kann eigentlich nur irgendwie die Endstation für einen schwarzen Peter oder der Handballtorwart sein. Ich danke euch. Vielen Dank. Matthias, du brauchst dich gar nicht so weit wegzubewegen. Ich bitte die anderen beiden Kandidaten auch, sich auf die Bühne zu bewegen. Wir kommen jetzt zu dem allseits beliebten Fragerunde. Du hast mir zugehört, ne? Bitte nicht so weit weggehen. Jetzt kommt die Fragerunde, darfst dich oben wieder hinstellen. Ah, da bist du nicht ganz alleine. Aber hätte mich sonst alles auch überrascht. So. Ich eröffne hiermit die Rednerliste und wir kommen zur Aussprache mit den Kandidaten. Da wir eine gemeinsame Befragung machen, möchte ich bitte, dass vorher klargestellt wird, welche Fragen an welchen gehen oder ob sie für alle sind. Vielen Dank. Und go. Ping. Ja. Matthias, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, hast du deine Rolle im Bundesvorstand der APPD einmal umschrieben, dass du der Nachlassverwalter warst. Hast du Ähnliches vor? Okay, eine ernsthafte Frage, dann beantworte ich die auch. Hallo Kevin. Warte mal ganz kurz. Ich wurde gerade gebeten, darauf aufmerksam zu machen, dass die Wahlhelfer sich bitte im Wahlraum zusammenfinden. Vielen Dank. Bitte jetzt, Achim.
Das Ticketsystem ist ja ein wesentliches Arbeitsinstrument des Landesvorstandes. Jetzt war es ja so, dass einen Dokumentationsprozess gab, welche Mitglieder des Landesvorstandes Dinge zur Kenntnis genommen haben. In meiner Wahrnehmung war es so, dass du auch oftmals Dinge nicht nachweisbar zur Kenntnis genommen hast. Es wurde wiederholt angesprochen, es wurde wiederholt Besserung versprochen, aber ich habe sie nicht festgestellt. Wie siehst du das in Zukunft? Möchtest du das Ticketsystem als Arbeitsmittel abschaffen oder aber wie sind deine Vorstellungen dazu? Warte kurz. Ich bitte nochmal, das ist die Fragerunde, die Kandidaten, die ihr wählen möchtet, das Plenum um etwas mehr Ruhe und Konzentration. Vielen Dank dafür. Das bedeutet auch ein bisschen Respekt den Menschen gegenüber, die hier sich zur Wahl stellen. Kevin, bitte. Jo, also das Ticketsystem ist grandios. Die geht's darum, dass irgendein Ticket, was einfach nur zur Kenntnisnahme ist, von 10 auf 20 oder Prozent zu setzen, um zu signalisieren, dass da irgendwas war. Das kriege ich oft nicht hin oder das kriege ich eigentlich fast nie hin, weil meistens lese ich irgendwie von einem nicht angemeldeten Browser aus. Aber bei mir kannst du davon ausgehen, wenn ein Ticket da eine Woche liegt, dann habe ich es auf jeden Fall zur Kenntnis genommen. Ich habe zwischendurch, als du mal nachgefragt hast, macht ihr das, schon zugegeben, ich krieg's nicht wirklich hin. Aus dem Grund würde ich jetzt auch nicht versprechen, dass ich dir deine 10% im Ticketsystem weiterhin einstelle. Darf ich noch eine Nachfrage dazu stellen? Oder soll ich mich hinten einstellen und dann die Nachfrage stellen? Mache ich beides. Stell die Nachfrage. Es gibt aber auch viele Aktivitäten von dir, die durchaus ticketrelevant sind, die du allerdings in den jeweiligen Tickets auch nicht dokumentierst. Und das sind nicht nur For-Your-Information-Tickets. Konkret? Ich habe jetzt kein konkretes Beispiel. Ich könnte sicherlich ein, zwei raussuchen. Das müsste sein. Das Zwiegespräch lassen wir jetzt so sein. Okay. Tut mir leid. Der nächste, bitte. Ja, das ist auch eine Frage an Kevin. Kevin, du wurdest in der vergangenen Amtszeit wegen Alleingängen kritisiert. Meine Frage an dich ist, wirst du auch weiterhin kurzfristige und vor allem sinnvolle Aktionen unterstützen und in der Folge alleine die Verantwortung dafür tragen, auch wenn du es vorher nicht abgesprochen hast? Ich glaube, du zielst an auf die Jobcenter-Aktion. Wo wir also als Partei und mit ein paar einzelnen Piraten einfach so die Veröffentlichung der Telefonlisten gemacht haben. Das hatte recht wenig mit dem Landesvorstand zu tun. Das war im Prinzip eine Aktion von 5 Einzelpiraten, die das erstmal für sich und aus eigener Verantwortung und mit dem piratigen Mandat getan haben, weil sinnvoll und dringend war, das zu tun. Und die Verantwortlichkeit hatten wir dadurch abgesichert, dass der Bundes-1V auch einer dieser 5 Piraten war und gesagt hat, ich nehme alles auf meine Kappe. Zu der Frage Alleingänge. Also ich denke schon, dass ich meistens, wenn auch nicht immer, richtig beurteile, ob eine bestimmte Handlungsweise eine Landesverbandshandlungsweise ist, die ich mit dem Vorstand besprechen muss, oder ob es eine Einzelpersonenhandlung ist, die ich als mit dem piratigen Mandat einfach in die Hand nehmen kann. Nicht jedes Mal, wenn ich einen Tweet in Twitter setze, ist es eine Sache, die den Landesverband angeht. Und das piratige Mandat, das behalte ich mir bei. Die geht an Christian. Du hast im Vorfeld bereits angekündigt, dass du möglicherweise nicht so viel Zeit in die Vorstandsarbeit stecken könntest, wie andere möglicherweise von dir erwarten könnten. In der Vergangenheit hattest du öfter in der Vorstandszeit in Hildesheim beispielsweise nur 1 bis 2 Abende pro Woche Zeit, die du überhaupt in Piratenarbeit stecken konntest. Die würde momentan für die Telefonkonferenzen schon fast komplett draufgehen. Und dazu kommt, du wärst jetzt Vorstand im Wahlkampf mit zusätzlicher Arbeitsbelastung. Wie stellst du dir das vor, wie du das machen kannst, wenn du jetzt schon weißt, dass du nicht so viel Arbeit oder so viel Zeit in die Arbeit stecken kannst? Ich werde kein 24/7 Vorstand sein. Wer diesen Anspruch hat, der soll sich hier hinstellen, kandidieren und es machen. Die Zeit, die ich zur Verfügung habe, die leiste ich durchaus. Ich muss nicht immer persönlich irgendwo vor Ort sein. Ich mache im Moment seit längerer Zeit schon wieder mehrfach am Tag immer mal wieder irgendwas für die Piraten zwischendurch. Das wird sich jetzt noch weiter ändern. Wenn ich 1V werde, werde ich auch dort natürlich meinen Zeitplan so weit umstellen, dass mehr Zeit für das alles da sein wird. Aber ich werde mit Sicherheit immer noch Abwägungen haben, wo ich sage, sorry, kann ich jetzt so nicht machen. Aber ich bin nicht der Einzige, der was machen muss. Es ist immer noch ein Vorstandsteam und es sind immer noch Beauftragte. Es gibt immer noch ganz viele Menschen, die was machen können. Und darauf baue ich. Ich habe nur gewartet.
Okay, ich würde die Frage gerne an die anderen beiden auch weitergeben. Wie viel Zeit könntet ihr in der Woche denn investieren in eure Vorstandsarbeit? Wie bislang um die 30 Stunden. Ja, es hängt ein bisschen von meinen Diensten ab, aber der Monat hat 720 Stunden und dafür geht noch ein Drittel für die Arbeit drauf. Also ich habe schon einiges an Zeit über. Ach so, danke für den Hinweis. Ja, Kevin, eine Frage an dich. Das war vorhin schon angesprochen worden. Andere mögen es Alleingänge nennen. Ich will das mal in einen anderen Kontext stellen. Es gab mehrere Situationen, wo du Piraten, die tatsächlich dafür zuständig waren, nicht informiert hast. Ich mach das exemplarisch an dem Schatzmeister fest. Anfang des Jahres hatten wir mit NRW, das ist damals noch durch Meinert im letzten NAFO mit eingefädelt worden, diese berühmt-berüchtigte Spende, wo NRW uns wirklich aus der Klemme geholfen hat. Nochmal vielen lieben Dank dafür. Hattest du schlicht und ergreifend, hat der Schatzmeister versucht, den Schatzmeister NRW zu erreichen, ihm ist es nicht gelungen. Dann hattest du in irgendeiner Sitzung da mal gesagt, jawohl, die Spende steht, ich habe das alles klar gemacht. Wie wirst du dich in Zukunft in so einer Situation verhalten? Wirst du es schaffen, dafür zuständige Vorstände zu informieren, ja oder nein? Ja, natürlich, habe ich ja auch getan. Also die Situation, die war gerade nicht ganz richtig, es ging nicht um eine Spende, sondern um das Parteienfinanzierungsgeld, das NRW uns überweisen sollte. NRW hatte zu der Zeit einen schwer erreichbaren Schatzmeister. Ich glaube, also es gab eine längere Abwesenheit. Und bei irgendeinem Bundesparteitag habe ich den 1V von NRW zufällig getroffen, dieses Thema angesprochen und er hat grünes Licht gegeben. Und das habe ich an den Vorstand, einschließlich Schatzmeister, dann genauso weitergegeben. Hat er auch nicht. Eine Frage an Matthias. Du hast vorhin mehr Transparenz gefordert. Können wir deinen bürgerlichen Namen auch erfahren? Oder betrachtest du das Ganze hier als Kunstobjekt und stehst nicht zur Verantwortung, was du dann tust? Also ich betrachte das auf gar keinen Fall als Kunstaktion, um das mal klarzustellen. Ich bin in die Piratenpartei eingetreten, weil ich Privatsphäre schätze. Und das gilt ja nicht nur für mich, das gilt ja auch für meine Familie. Was können die dafür, was Papa für Ideen hat? Und darüber hinaus hielt ich es für ein Gebot des Anstandes und der Offenheit dieser Partei gegenüber. Ich hätte es mir leicht machen können. Sagen wir mal, ich heiße mit Nachnamen Meier im bürgerlichen Leben. Denken wir das mal. Von Matthias Meier hätte man im Internet nicht erfahren, dass er mal Vertreter der APPD gewesen ist. Von Matthias Hagenbäumer durchaus. Das heißt also, ich habe eine öffentliche Person und ich habe eine private Person und ich bin bereit, mein Privatleben zu schützen um jeden Preis. Ich bin nicht bereit, es preiszugeben. Und ich habe extra deshalb diesen Künstlernamen für diese Partei eintragen lassen. Ich habe ein Rechtsgutachten, in dem drinsteht, dass ich unter diesem Künstlernamen alles machen darf. Ich kann darunter verklagt werden. Das Einzige, was ich nicht machen darf, ist mich ins Grundbuch eintragen lassen. Und insofern halte ich das für eine völlig legitime Maßnahme. Man kann mich erreichen, ich habe eine Adresse, ich habe eine Telefonnummer, ich habe ein Girokonto auf meinen Künstlernamen. Ich sehe nicht ein, die Sicherheit und die Integrität meiner Familie preiszugeben, nur weil ich politisch aktiv bin. Als jemand, der selber nicht unter bürgerlichen Namen unterwegs ist, unterstütze ich das auch. Meine Frage... Ich habe noch eine Frage an Chris Koch. Die Frage habe ich dir eigentlich auch schon mal gestellt. Ich war nur mit der Antwort nicht so richtig zufrieden, weil du gesagt hast, machst du später noch. Die Sache ist die, du hast die Blogbeiträge bei dir veröffentlicht, die auch sehr gut klingen und die ich auch im Wesentlichen unterschreiben würde. Aber ich habe schon angemerkt, dass sie noch sehr abstrakt sind. Du hast an mehreren Stellen konkret gesagt, wir haben da Probleme, also abstrakt gesagt, wir haben Probleme. Hast gesagt, es gibt Konflikte und Personen, die irgendwie stören und wo man beigehen muss und wo man auch mal irgendwie mit der Faust auf den Tisch hauen muss, bloß in deinen Worten. Ich vermisse aber bis heute, welche Konflikte angegangen werden, wie du sie angehen willst und wie du Problemlösungen da reinbringen willst. Moment. Entschuldigung, jetzt. Ich habe dir deshalb darauf noch nicht angeworfen, weil es ein großer Schritt sein wird, uns da zu finden, wie wir mit solchen Menschen oder mit solchen Problemen umgehen wollen. Es geht da um Menschen
Und es gibt keine Möglichkeit, da ein Regelwerk aufzustellen, zu sagen, das ist böse, das ist gut. Es ist immer eine Einzelfallentscheidung. Das ist das eine, was ich vorausschicken möchte. Wenn wir sehen, dass es Konflikte gibt, und die sind schon eskaliert, dann erwarte ich, dass wir einen Weg finden, dort eine Schlichtung zu bekommen. Diese Schlichtung ist gerade bei den Gates in der letzten Zeit nicht passiert. Es ist nirgends beruhigend darauf eingegangen worden, da gibt es ein Problem, lasst uns darüber reden, lasst uns die Leute an den Tisch bringen. Das wäre ein Konzept, Menschen miteinander sprechen zu lassen. Weiter möchte ich da gar nicht drauf eingehen, weil das werde ich nicht alleine irgendwie machen. Ich will nur, dass wir dort zusammen eine Lösung finden, wie wir mit Problemen umgehen, die insbesondere in der Menschlichkeit liegen. Und da sehe ich einen ganz großen Schritt, den wir angehen müssen. Ich meinte, da ist nicht nur Konflikte mit Menschen, da kann ich das durchaus nachvollziehen, dass das Einzelfälle sind. Du hast auch konkrete Probleme, also abstrakt Probleme in der Piratenpartei oder in der Piratenpartei Niedersachsen angesprochen. Hast du da nicht Ideen, wie du da konkreter rangehen willst? Wenn du jetzt meinst mit konkreten Problemen, dass wir keine Vernetzung haben, keine vernünftigen, dass wir keinen vernünftigen Informationsfluss haben, dass Beschlüsse von Räten und Ähnlichen jetzt nur langsam über Open Antrag oder über andere Plattformen übertragen werden und miteinander ausgetauscht werden, ja, da sehe ich ganz große Probleme und das müssen wir angehen, indem wir, sei es durch Tool, sei es durch irgendwelche anderen Sachen, sei es durch öfter mal politische Treffen zu machen, wir müssen irgendwo zusehen, dass wir einen Weg finden, wie wir uns auf einer Ebene miteinander kommunizieren. Das werden wir rausfinden müssen. Endlich. Nächste. Eine Frage an Matthias. Matthias, du hast wortreich vorhin erklärt, wie wir gescheitert sind. Auch Gründe aus deiner Sicht dazu gesagt. Mich würde mal persönlich interessieren, ich habe bei der letzten Bundestagswahl ganz viel zeitlich investiert, ganz viel gemacht. Wie war das bei dir? Könntest du mal sagen, was du so, mich würde es einfach interessieren, was du so an Zeit und Aktivität dort gemacht hast? Das wäre mal eine Sache. Ja, wir haben in unserem Kreisverband das Thema Bundestagswahl erörtert und sind darüber eingekommen, dass wir uns auf die zeitgleich stattfindende Kommunalwahl in Nordheim konzentrieren. Wir haben also uns dahinter geklemmt, unseren Bürgermeisterkandidaten unter dem Slogan der Bürgerbürgermeister nebenbei bemerkt. Wir haben uns gegen Bundestagswahl entschieden. Haben wir nicht gemacht, nein. Wir haben 6,5% geholt in Nordheim für die Bürgermeisterwahl. Das war uns wichtiger. Und da noch einen Satz dazu. Ihr könnt euch an den Antrag erinnern bei dem Parteitag vor dem Bundestag, als wir darüber abgestimmt haben, ob wir an der Bundestagswahl teilnehmen. Dieser Antrag kam von mir. Ich war gegen die Teilnahme an der Bundestagswahl. Der nächste bitte. Von mir eine Frage an alle drei. Wir machen das alles ehrenamtlich und Zeit ist knapp. Habt ihr euch bereits ein Team zusammengestellt, das mit euch zusammen die Aufgaben lösen soll? Oder welche Schwerpunkte würdet ihr bei der Teamerstellung berücksichtigen? In welche Richtung sollte das gehen? Meinst du mit Team jetzt den Vorstand oder was meinst du? Dass sich zum Beispiel der Vorstandssitzende mehr Unterstützung holt aus der Basis, um bestimmte Bereiche, damit ihm besser zugearbeitet werden kann, dass man das nicht alles alleine machen muss. Ich glaube. Ja. Hallo? Haltet euch mal einig, kein Zwischengespräch, jetzt. Okay, ja, ich habe die Antwort. Und zwar, ich kann nicht besonders gut delegieren. Das liegt aber nicht an mir. Ich selber könnte super 1A alles Mögliche delegieren. Gerade fehlen die Freiwilligen. Das ist das Problem, warum ich gerade nicht so viel delegieren kann. Also jeder wird mit Sicherheit mit den anderen zusammenarbeiten und auch Hilfe brauchen und Hilfe anfordern. Entschuldigung, falsches Mikrofon. Das war keine Absicht. Das war wirklich keine Absicht, Christian. Aber ich habe schon alles gesagt, also nur im Team und mit vielen zusammen. Ja, es hängt ja wie gesagt vom gesamten Landesvorstand ab. Und ich denke nicht, dass der Landesvorsitzende der Parteichef ist. Möchtest du noch was sagen? Nein, eine zweite Frage. Dann bitte hinten anstellen. Ja, er hatte gesagt, ich soll ruhig weitermachen. Nochmal eine Frage zur Transparenz. Matthias. Bitte, an Matthias geht die Frage? Ja. Danke. Ja, Matthias kommt schon zum Mikrofon. Ja.
bist du weiterhin dafür, so Denktanks oder sowas zu gründen und Intransparenz, irgendwelche Sachen hintenrum abzukungeln, oder möchtest du... Da ist ja die Frage schon falsch. Ich war ja noch nie dafür, irgendwas hintenrum abzukungeln. Ja, ich bin durchaus dafür, dass sich Leute zusammentun und dass sie miteinander denken. Aber wenn du sagst, ob ich weiterhin dafür bin, da kannst du auch gleich mich fragen, ob ich immer noch meine Frau betrüge. Also, das ist dummes Zeug. Ne? Ich bitte um Entschuldigung, aber... Ne? Ich hätte auch noch mal eine Frage an Matthias. Ich war nicht schnell genug, als dass du hättest da stehen bleiben können. Und zwar sagtest du eben, dass ihr in eurem Kreisverband, wenn ich es richtig verstanden habe, beschlossen hattet, nicht an der Bundestagswahl euch zu beteiligen, hast aber in deiner Rede zuvor davon gesprochen, dass alle hier, oder besser gesagt, alle Piraten in Niedersachsen ihre Wahlen selber vergeigt hätten. Ja. Siehst du das kannst du das in einen Zusammenhang bringen? Wieso? Wir haben doch unsere Wahlen auch vergeigt. Unser Kandidat ist ja nicht Oberbürgermeister geworden. Richtig, aber ich denke, wenn ich eine Bundestag... Zwiegespräch. Ja. Tut mir leid. Bleib ruhig stehen. Denn es ist wieder eine Frage an alle drei. Habt ihr euch Gedanken gemacht, ob ihr jetzt schon und wie ihr die Kommunalwahlen, die in 2,5 Jahren anstehen, vorbereiten wollt? Ja. Ja, auf jeden Fall. Ich finde, dass die Kommunalpolitik eins der größten Funde ist, mit denen wir wuchern können. Matthias korrigiert das Einzige, ich sage das Größte oder eins der Größten. Es ist so, dass wir ungefähr 60 Mandatsträger haben. Ich glaube, wir sind der Landesverband mit den meisten Mandatsträgern. Aus Fraktionen wie zum Beispiel Braunschweig hört man am laufenden Meter tolle Nachrichten. Es ist ein Problem, das wir noch nicht gelöst haben, dass die Mandatsträger mehr miteinander tun, voneinander abgucken und mehr vernetzt werden. Es ist auch noch nicht gelungen, dass diese tollen Einzelerfolge nach außen gekehrt werden zu einem tollen Gesamtbild. Ein erster Ansatz, das zu tun, ist jetzt bei der Halbzeit einmal eine große Öffentlichkeit dafür herzustellen. Ich denke, dass wir genau über diesen Weg auch den Einzug in weitere Parlamente erhalten werden. Des Weiteren weise ich darauf hin, dass dieser niedersächsische Vorsprung in der Kommunalpolitik, dass ich den sogar gerne auch exportieren würde. Ich weiß, dass in vielen anderen Landesverbänden, ich glaube 10, am 25. Mai Kommunalwahlen anstehen. Und bevor da Leute ins ganz kalte Wasser geschmissen werden oder bevor bei uns Leute bei der nächsten Kommunalwahl ins kalte Wasser geschmissen werden, sollte da viel passieren, dass diese Kandidaten fit gemacht werden, und sie sollten von der Erfahrung, die wir bereits besitzen, profitieren. Das ist mein Ansatz dazu. Ich hatte das vorhin schon in meiner Vorstellung gesagt, dass genau diese knapp 60 Piraten halt uns helfen, genauso wie wir denen helfen, die auch das nächste Mal für uns, für die Piratenpartei, wieder Kommunalparlamente hinein möchten. Von daher, natürlich werden wir da Wege finden, uns da miteinander zusammenzusetzen, Schulungen zu machen, etc. pp. Wir kommen doch gar nicht drum herum, weil wir wollen es doch. Wir machen doch Politik, und das geht halt über die Kommunennummer am besten zum Anfang. Alles Weitere sehen wir dann. Na, ich habe ja eben schon dazwischen gepupt, dass man das einzige Fund, mit dem wir wuchern können, ist das, was wir kommunal haben. Das ist das, was wir haben. Und das ist das, wo wir arbeiten müssen. Wir sind längst noch nicht reif, im Landesparlament zu sitzen oder woanders, aber in den Kommunalparlamenten. Und da müssen wir uns stärken, und das müssen wir vernetzen, wir müssen kommunizieren. Es ist unglaublich viel zu tun. Und das, was auch immer wieder zu beobachten ist, Piraten wählen Mandatsträger und dann ist es das gewesen. Das geht aber so nicht. In dem Moment, wo der Mandatsträger im Rathaus sitzt, da braucht er Unterstützung. Ob das jetzt... Wenn es Jens Wolfhardt in Braunschweig ist oder Didi Mann in Delmenhorst oder andere Leute, ich kenne nicht alle Namen. Wir müssen sie unterstützen, und zwar alle. Das kann nicht der Vorsitzende machen, jedenfalls nicht alleine. Ich habe eine Frage an alle drei.
Und zwar Transparenz ist häufig angeklungen. Manchmal ist Vertrauen und Transparenz sind das ja durchaus Gegensätze. Mario hatte eben mal gesagt, es fehlte, dass wir uns zusammengesetzt haben, selber kennengelernt haben. Und ich glaube, so ein Prozess muss Intransparenz auch stattfinden. Einfach, dass sich Leute menschlich begegnen, vielleicht auch sagen können, was sind meine Stärken, was sind meine Schwächen, die nicht unbedingt gleich öffentlich gemacht werden müssen. Und deswegen die Frage an euch alle drei. Werdet ihr zum Anfang, so ihr gewählt werden würdet, werdet ihr euch zum Anfang zusammensetzen und einen Teil dieser ersten Real-Life-Sitzung oder des Real-Life-Wochenendes auch nicht öffentlich machen? Ja, also kurze Antwort, ja. Begründung, ich habe bereits vor einem Jahr gesagt, dass ich finde, dass die Forderungen, die wir nach außen hin stellen, wie zum Beispiel Beteiligung, Transparenz, auch Datenschutz, dass diese Forderungen bei uns selbst anfangen müssen. So, jetzt könntest du erst mal ganz einfach sagen, oh, das würde ja eine Klausur ausschließen. Ich sage das aber nicht, sondern wir werden unsere Treffen und unsere Sitzungen irgendwie streamen und irgendwie so protokollieren, dass es für alle nachvollziehbar ist. Mit der Ausnahme, dass ich möchte, dass wie jeder Einzelne sich dem Landesvorstand anvertrauen kann und ihm auch Geheimnisse anvertrauen kann, biete ich diese Möglichkeit auch jedem Landesvorstandsmitglied. Und genau aus dieser Möglichkeit heraus gibt es auch die Möglichkeit für Klausuren. Und diese Klausuren sind dann aber einfach nicht beschlussfähig oder irgend so etwas, sondern haben einfach nur mit menschlichem Miteinander zu tun. Ich würde aber, ich habe das festgestellt in Berichten von anderen Landesverbänden, dass diese Klausuren teilweise sehr kritisch gesehen werden. Ich würde damit so umgehen, dass man sagt, jetzt ist eine Klausur und es geht dort nicht um LV-Dinge, sondern es geht um persönliche Dinge, das dann aber auch einhält. Wir werden hier heute ziemlich wild zusammengewürfelt. Der ein oder andere kennt sich vielleicht vom Namen her, vom Sehen her, vielleicht sogar auch schon etwas besser. Der Vorstand muss untereinander sich selber vertrauen. Und aus dem Grund halte ich es für sehr wichtig, dass solche vertraulichen Gespräche auch zum Anfang geführt werden, sei es in der Klausur. Damit man wirklich mal weiß, wo ist man bei dem anderen dran, dass man dieses Vertrauen aufbauen kann. Ansonsten wird ein Team nicht funktionieren, wenn dieses Vertrauen nicht da ist. Also mir persönlich ist das relativ wurscht, aber ich würde eine solche Entscheidung nur mit den anderen zusammentreffen. Also das kannst du nur den ganzen Vorstand fragen, aber nicht mich alleine. Ja, weil ich speziell bei Chris und beim Hagenbäumer ihre Vorstandszeiten bisher nicht so erlebt habe, die Frage, die Vorstände, bei denen ihr bisher Mitglied wart, gab es dort eventuell vorgezogene Neuwahlen oder wurden die Amtszeiten ausgeschöpft und gab es eventuell Rücktritte aus anderen als persönlichen oder gesundheitlichen Gründen? Also ich persönlich bin bisher immer nur in der Amtszeit gewählt und zum Ende auch durchgeführt. Es gab von mir keine Rückzüge oder Ähnliches. Matthias war noch nicht in einem Vorstand. Jedenfalls nicht in dieser Partei. Die Frage bezog sich auf Vorstandsämter allgemein. Noch nicht mal notwendigerweise in Parteien. Matthias möchte nicht antworten. Die nächste Frage, bitte. Hallo, meine Frage geht an Matthias. Ach, schon wieder. Ja, ich habe ein kleines Problem damit. Wie erkläre ich meiner Mutter zum Beispiel, die über 70 ist, oder deren Freunden, die durchaus Interesse an den Piraten haben, dass der Erste oder der 1V eine Kunstfigur ist, ohne dass wir als Spaßpartei gelten? Also, jetzt mal ganz im Ernst. Du wirst mich nicht als Kunstfigur bezeichnen. Ich stehe ja hier. Hm? Ja. Also erklär deiner Mutter irgendwie, dass das jemand ist, der nicht möchte, dass ihm irgendwelche Arschlöcher einen Molotow-Cocktail auf den Balkon schmeißen. Ich wohne in einer Ecke, wo in den Dörfern der 20. April gefeiert wird. Ich weiß nicht, ob du weißt, was das für ein Datum ist. Also, was also ist deine Frage? Okay. Nächste Frage, bitte. Ja, ich habe auch noch mal eine Frage an alle drei. Und zwar, seid ihr bereit, euch als Vorstand, sofern ihr gewählt werdet, ganz klare Handlungsregelungen zu geben, um so der Basis auch was an die Hand zu geben, wie sie euch kontrollieren kann? Oder wollt ihr eure Arbeitsweisen und Regeln lieber spontan festlegen? Es kommt mir immer noch so vor, zumindest uns hier vorne, als ob das Plenum etwas unkonzentriert ist. Zumindest macht es den Eindruck und auch das Gemurmel dringt bis zu uns vorne hier vor. Es wäre nett, wenn ihr darauf achten könntet.
Ja, also die Frage nach der Geschäftsordnung, die müssen wir uns geben, die muss der Vorstand sich geben. Ich wünsche mir für den neuen Landesvorstand eine präzisere Geschäftsordnung als die für den scheidenden. Dazu gab es schon Versuche seitens Ortwin und Jason, die Landesvorstandsgeschäftsordnung ein bisschen präziser auszuformulieren und auch in die richtige Richtung zu bewegen. Das hätte ich sehr befürwortet. Ich hoffe, dass der neue Landesvorstand das gemeinsam mit mir hinkriegt. Geo-Antrag, bitte ans Mikro. Ich stelle einen GO-Antrag auf Schließung der Rednerliste. Keine Gegenrede. Angenommen. Gegenrede? Formell. Ja, formell wurde hinter mir gebrüllt. Also, Abstimmung. Wer ist dafür, dass die Rednerliste geschlossen wird? Bitte jetzt die Karte nach oben. Wer ist dafür? Wer ist dagegen? Entschuldigung. Der ist angenommen. Ich bitte jetzt alle Leute, die noch was zu sagen haben, sich an die Rednerliste hinten ranzustellen. Ist ein Pech für dich. Jedenfalls ist es so, dass ich möchte jetzt, dass die Leute sich hinten an die Rednerliste anstellen. Bitte gebt mir Zeichen, wer sich noch darauf hinbewegen möchte, wenn die Leute jetzt da stehen. Möchte jemand noch dorthin gehen? Niemand. Dann, ich kann es gerade nicht richtig sehen wegen Licht und allem anderen. Wer ist der Letzte? Okay, die Letzte. Dann geht's jetzt weiter. Nächste Frage. Ich bekomme noch zwei Antworten. Ach so, ja, okay. Ja, natürlich müssen Entscheidungen und Prozesse transparent laufen. Ist doch eigentlich eine Selbstverständlichkeit, gerade für uns als Transparenzpartei, dass das funktionieren muss. Und wenn es da bisher Diskrepanzen gab, dann muss gesehen werden, wo war das, warum hat es nicht funktioniert. Und wenn es da schon Vorschläge gibt, lasst es uns ansehen, wie können wir da besser dann dafür sorgen, dass der Vorstand nachvollziehbar arbeitet. Und wenn es dann Fragen gibt, dann muss auch ein Prozess gefunden werden, warum habt ihr das so und so gestaltet? Womit beauftragen wir unsere Vorstände? Ihr seid der Souverän. Ja? Wenn ihr uns klare Aufträge gebt, dann können wir die durchführen. Gebt ihr uns keine klaren Aufträge, können wir sie nicht durchführen. Weil wir können ja nicht Gedanken lesen. Das ist schon eine Bringschuld der sogenannten Basis, dem Vorstand zu sagen, was sie will. Oder in diesem Falle der LMV, die ist das zuständige Organ, solange wir noch keine SMV haben. Hallo? Ja. Eine Frage an Chris. Chris, in Hildesheim wurde ein dezentraler Parteitag durchgeführt, der wurde anschließend angefochten und ist dann weitergegangen zum Bundesschiedsgericht. Wie kam es, dass vom Bundesschiedsgericht das Ding letztendlich, also die Versammlung gekippt wurde, weil da irgendwie nicht fristgerecht noch Begründungen nachgeliefert wurden. Kannst du erklären, wie es dazu kam, dass da von dir, der ja die Klage geführt hat, die Begründung nicht nachgereicht wurde? Hat einen ganz einfachen Grund gehabt. Ich hab's vergeigt. Der nächste Fragesteller, bitte. Ja, also Kevin kenne ich ja bereits, Christian habe ich gestern kennengelernt, Matthias, nach dem, was du jetzt heute hier gesagt hast, am Anfang war ich ja mit sehr offenen Ohren dabei, aber jetzt habe ich eigentlich nur noch eine einzige Frage. Kandidierst du ernsthaft oder verschwendest du nur unsere Zeit? Das ist eine rhetorische Frage. Die Frage sogar, die brauchst du nicht zu beantworten. Gestellt haben wolltest du. Er kann natürlich, wenn du das möchtest, darfst du, aber er muss nicht. Ich soll keine Fäkalausdrücke gebrauchen, haben die Leute gesagt. Sehr gut, bitte gut. Ja. Wenn du mich fragst, danke. Eine Frage an alle drei. Der Vorgänger, also nicht der aktuelle, sondern der Vorgänger Landesvorstand hat ja das Sekretariat des Vorstands installiert. Das ist jetzt weitestgehend mittlerweile in Einzelbeauftragungen aufgegangen. Daher geht meine Frage an alle drei. A, ist es euch bekannt, wobei ich das bei Kevin voraussetze, das war ein kleiner Scherz am Rande, werdet ihr das ausbauen in Zukunft oder ist es euer Ziel, das auszubauen? Wollt ihr es lassen, wie es ist oder wollt ihr es zurückfahren? Frage verstanden, alle drei? Also ich habe die Frage verstanden, ja. Am Ausbauen hindert uns im Augenblick gerade der Mangel an Freiwilligen, aber dennoch würde ich einer
einem Ausbau zustimmen, wenn das möglich ist, wenn Freiwillige da sind und wenn wir die Aufgaben so gut verteilen können, dass es dann halt auch gut funktioniert. Etwas Funktionierendes zurücknehmen wäre der total falsche Weg. Von daher, wenn das Sekretariat da ist und noch Leute fehlen, dann müssen wir halt gucken, dass Leute kommen. Wenn wir es nicht hinkriegen, dann müssen halt die Aufgaben anders verteilt werden. Wir müssen es halt versuchen, irgendwo da Unterstützung zu kriegen. Wenn das Sekretariat bisher gute Arbeit geleistet hat, dann wäre es fatal, das zurückzufahren. Ja, im Gegensatz zu den beiden anderen, die ja schon Vorstandsämter hatten und sehr verwurzelt sind, müsste ich mir als allererstes mal einen Überblick verschaffen. Das ist einerseits natürlich ein Vorteil, weil ich nicht betriebsblind bin. Ich bin aber zurzeit nicht in der Lage zu bewerten, wie gut oder wie schlecht das Sekretariat arbeitet. Ich habe das Gefühl, es ist besser geworden im letzten Jahr. Und heute habe ich meinen Mitgliedsausweis bekommen und bin Uwe Elixen übrigens persönlich dankbar dafür. Das hast du gut gemacht. Danke. Ja, hallo. Wer mich nicht kennt, ich bin Andreas Neugebauer. Ich bin einer der 60 kommunalen Mandatsträger, mit dem man sich hier eben so schön geschmückt hat. Kevin, ich habe eine Frage an dich. Ich nehme Jessica da jetzt mal außen vor, die leistet da sehr gute Arbeit mit dem regelmäßigen Mumble. Aber ansonsten hat es im letzten Jahr genau gar keine Unterstützung vom Landesvorstand für die kommunalen Mandatsträger gegeben. Es gab ein kommunales Mandatsträgertreffen, das habe ich organisiert. Ein zweites ist nicht zustande gekommen, weil der LAFO das an sich gerissen hat und nichts passiert ist. Da habe ich schon mal gar kein Problem mit. Ein Problem habe ich damit, wenn mir der LAFO oder Teile des LAFOs dann noch Knüppel in die Beine werfen. Ich will sagen, diese komische Aktion, da irgendwelche Durchfallnummern zu veröffentlichen. Ihr wisst genau, wer die AGs verwaltet. Das sind nämlich die Kommunen. Und auf wen die Leute zurückkommen, wenn da Fragen sind. Das sind nämlich die kommunalen Mandatsträger, in dem Fall ich. Ich sitze dann auf einmal morgens da, muss Presseinterviews geben für Aktionen, wo ich überhaupt nichts vorher von wusste und die ich ehrlich gesagt auch für grenzwertig halte. Also wenn dann schon nichts passiert, dann werft uns bitte nicht noch Knüppel in die Beine. Danke, wie willst du das ändern? Das wäre die Frage. Mikro? Ja. So, das waren jetzt mehrere Fragen. Und zwar zum einen mal die Copo Mumbles oder Copo, die im Prinzip von Feli und von Etty gemacht wurden. Die habe ich beobachtet, ich habe einige besucht, ich habe wahrgenommen, dass es zwar lief und dass aber relativ wenig Leute da waren. Das Thema war aber von den beiden Kolleginnen gut besetzt und da habe ich mich gerade um andere Themen noch gekümmert und gehofft, dass die beiden dieses Thema gut umsetzen und ich habe immer wieder gehört, dass da die Umsetzung gut läuft. Also jetzt zu sagen, warum kam da nicht noch mehr, das hätte man deutlich früher stellen können. Deswegen möchte ich auf die Frage, wie kann man es ändern, jetzt antworten. Wir finden wieder zwei Leute im LAFO oder von mir aus einen Menschen im LAFO, der sich gut drum kümmert und regelmäßig berichtet. Und ich wünsche mir an der Stelle auch von den Mandatsträgern selber, und genau dafür sind die Mumbles da oder die Telcos, dass genau an der Stelle auch diese Bedürfnisse gesammelt werden und dass wenn irgendwelche Wünsche seitens der Mandatsträger kommen, dass die an der Stelle auch einfach koordiniert werden und dass dann gesehen wird, das möchte ich vom LAFO. Wenn der LAFO nicht weiß, was von ihm gewollt wird, dann kann er es in vielen Fällen auch einfach nicht ahnen und raten und selber machen. Jetzt ist es so, dann hast du nochmal nach der Jobcenter-Listenaktion gefragt, von der du vorher nicht wusstest, dass sie umgesetzt würde. Ich habe vorher auch nicht gewusst, dass sie umgesetzt würde. Das war eine sehr kurzfristige Aktion, die ging schneller über die Bühne, als das irgendwie ordentlich geplant werden konnte. Und das war nicht als Knüppel gedacht, sondern das ist vollständig durch unsere Ziele, nämlich die Informationsfreiheit, gedeckt. Und so gab es da grünes Licht, da voranzupreschen. Ich hoffe, dass du das darauf folgende Interview gut gemanagt hast. Ich bin auch einer von den 60. Ich glaube, wir brauchen da demnächst T-Shirts für. Unser Jobcenter veröffentlicht die Telefonlisten auch schon alleine, deswegen ist das für mich jetzt gar kein Thema. Ihr habt alle drei, oder ja doch, alle drei eigentlich hervorgehoben, wie wichtig die Kommunalpolitik ist. Und nur einer von euch ist direkt bei mir. Ich bin nämlich der Kreistagsabgeordnete, wo Chris auch wohnt. Und Chris, du bist auch mein Nachrücker. Du bist die Nummer zwei hinter mir, wenn ich irgendwie mal ausfallen sollte. Hast aber in den letzten 2,5 Jahren keinen Kontakt zu uns gehabt, zu mir,
und dich daran beteiligt. Und jetzt sagst du, dass es dir so wichtig ist und dass du es voranbringen möchtest. Aber bei uns lokal hast du es noch nicht. Obwohl ich ein, zwei Mal in der Anfangszeit auf dich zugegangen war. Ich bitte, die Zwischenrufe zu unterlassen. Bitte das Plenum. Also nur weil ich mit dir persönlich nicht spreche, heißt das nicht, dass ich Ratsarbeit nicht beobachte. Das ist das eine. Und das andere ist, ich habe, wenn ich als 1V hier bin, eine ganz andere Situation, als ich es im Moment bei mir vor Ort habe. Ich bin nach wie vor Hannoveraner, mein Lebensmittelpunkt ist Hannover. Ich wohne zwar in Hildesheim, ich beobachte das durchaus, was ihr da macht, auch du mit Ogden. Das ist gar keine Frage. Aber das, was du forderst, das würde ich erst jetzt umsetzen. Nicht jetzt, anders. Ich hätte dann noch eine Frage an euch alle drei. Was würdet ihr tun, wenn ihr nicht als 1V gewählt werdet? Wie würdet ihr euch weiterhin im Landesverband in die Arbeit einbringen wollen? Mikro? Ja. So, da habe ich mir ungefähr ein Jahr lang Gedanken drum gemacht und auch, ob ich mich wieder bewerben soll. Das ist ganz klar. Ich würde für ungefähr 2 Monate weiterhin beratend in der Nähe des Landesvorstands bleiben und die Sitzungen besuchen, um offene Fragen zu klären, um Wissensverlust zu vermeiden. Dann würde ich meine Tätigkeitsschwerpunkte in bestimmte AGs lenken. Und zwar, ich würde gerne in der AG Technik dann noch mehr Sachen machen, also durch die frei werdenden Vorstandsslots und in der einen oder anderen AG, die ich mir schon so ein bisschen zurechtgelegt habe, aber da habe ich mich noch nicht endgültig entschieden. Da ich dann gar kein Amt hätte, würde ich mich verstärkt wirklich auf die Nullpiraten konzentrieren, was die Politik angeht. Ja, und ich würde das machen, was ich auch für den vorvorigen Landesvorstand gemacht habe, ZBV für besondere Einsätze, Trolljagd und Schändeleien entsorgen. Das würde ich dann wieder machen. Ich habe jetzt nur den Platz übernommen, damit der letzte Platz in der Rednerliste Pascal den noch haben kann. Also die Frage kommt von ihm, nicht von mir. Okay. Eine Frage an Kevin. In jüngster Vergangenheit ist es aufgrund von sehr, sehr spät eingegangenen Vorschlägen oder Verbesserungswünschen öfter dazu gekommen, dass wir im Veranstaltungsbereich sehr schnell auf dich reagieren mussten. Das hat zu gewaltig viel Mehrarbeit geführt, die wirklich hätte vermieden werden können. Allgemein fühle ich mich durch vor allem dich in der Beauftragung tatsächlich etwas eingeschränkt. Ich hatte das Gefühl, dass eine gewisse Vertrauensbasis herrscht, dass wir das schon wuppen. Ich meine, wir haben ein wenig Erfahrung da inzwischen drin gesammelt, Achim und ich. Wie siehst du das? Wie kann es sein? Wie stehst du allgemein zu Beauftragungen, zu Gruppen von Leuten, denen erst gesagt wird, ihr macht das, und dann wird nachher gesagt, ja, aber das muss alles so und so sein oder das ist so und so, habe ich das nie gesagt? Und wie denkst du das? Also wie denkst du darüber selber? Ja, also ich nehme mal an, du meinst die Tatsache, dass jetzt relativ kurz vor dieser Einladung, also ich weiß nicht, vor 2 Wochen oder so, dass wir die Idee kommuniziert haben und gefragt haben, ist es möglich, jemanden zum Key-Signing hier neben die Akkreditierung zu setzen. Damit war nicht beabsichtigt, irgendwelche Mehrarbeiten auszulösen, sondern wir haben es gefragt, ob es möglich ist. War zum Glück möglich. Ich bin dankbar. Bitte, was ist dein Begehr? Das Mikro ist auf. Ja, geht. Das war jetzt nicht explizit damit gemeint. Es gab in jüngerer Vergangenheit da tatsächlich einige Vorfälle. Das ging um präzise Frage. Er hat einfach falsch aufgefasst, was ich gefragt habe. Dann sag noch, was du gemeint hast. Also es ging um mehrere Sachen. Es ging um die Anfahrtsbeschreibung, es ging um bestimmte Verschlüsselungsverfahren etc. pp. Sachen, die man auf dem Schirm hat, aber wo halt auf einmal wirklich massiv gedrängt wird, das muss jetzt sofort und das muss unbedingt, obwohl das im Prinzip auf dem Schirm ist. Und da eine Wichtigkeit draus gemacht wird, die eigentlich nicht vorhanden ist. Möchtest du darauf antworten? Ja, klar.
Also, warum sollte ich nicht antworten wollen? Stimmt. Was die Anfahrtsbeschreibung zu dieser LMV betrifft, ja, da hat mich irgendwie vor ein paar Wochen jemand darauf aufmerksam gemacht, die Postadresse ist nicht korrekt, also habe ich bei ein paar Leuten nachgefragt. Ganz dringend muss jetzt, sowas hörst du in der Regel nicht von mir, denn das funktioniert mit ehrenamtlichen Beauftragungen nicht. Vielleicht hast du die Wichtigkeit mehr erfasst, als ich sie geschrieben habe. Ich habe halt dann bei ein paar Leuten nachgefragt, wie sieht's aus mit der Adresse und irgendeine Lösung gefunden, mit der am Ende alle einverstanden waren. Und was die Verschlüsselung betrifft, die Verschlüsselung ist genau die Aktion, die ich ja vorhin gemeint habe, dass wir hier jemanden haben, der Keysigning machen kann. Also da bin ich froh, dass es funktionieren konnte, aber ich hatte es nicht erwartet. Ich habe eine Frage, warum fragst du nicht mal die Leute, die nein. Achim, bitte. Achim, bitte. Ja, Achim, bitte. Bitte. Dankeschön. Damit ist die Befragung beendet. Wir bedanken uns bei den drei Kandidaten und bitten die Wahlleitung auf die Bühne. Vielen Dank. Ihr dürft auch applaudieren, wenn die hier runtergehen, auch wenn sie noch nicht gewählt sind. Okay, wir haben uns jetzt ja vorhin für Approval entschieden. Nochmal ganz ausführlich, die drei Kandidaten habt ihr jetzt ja kennengelernt. Ihr habt bei jedem Kandidaten die Möglichkeit, Ja, Nein oder Enthaltung zu wählen. Ihr könnt mehreren Kandidaten eine Ja-Stimme geben. Also so viele Ja-Stimmen, wie ihr wollt, das ist egal, unabhängig voneinander. Kennzeichnet deutlich auf dem Wahlzettel, wo ihr eure Stimme hinsetzen wollt. Wenn ihr eure Meinung ändert, streicht das deutlich durch, damit das klar zu erkennen ist. Macht keine handschriftlichen Kennzeichnungen oder Ähnliches dazu, woran wir theoretisch deuten könnten, wer das gemacht hat. Also allein an der Handschrift kann man es schon erkennen, weil dadurch macht ihr den Wahlzettel ungültig. Approval heißt absolute Mehrheit, das heißt, dass... Achso, ganz am Rand noch. Die Wahlhelfer bitte alle langsam ihre Position hinten einnehmen, habe ich gerade vergessen. Approval heißt, die absolute Mehrheit ist benötigt, um gewählt zu sein. Das heißt, die Mehrheit aller abgegebenen Stimmen, also auch der Enthaltungen und ungültiger Stimmen. Jetzt vorweg, gibt es Fragen noch zum Wahlverfahren? Ich habe dich mitgekriegt, du darfst deine Frage auch jetzt stellen. Ich habe eine Frage, ist der ganze Stimmzettel ungültig, wenn ich zum Beispiel, nur ein Beispiel, Jens Wolfram auf den Stimmzettel schreiben würde und Ja stimmen würde, wäre dann der ganze Stimmzettel ungültig oder nur die eine Wahl? Wie nur der ganze Stimmzettel in dem Augenblick wäre ungültig? Weil wenn ich einen Kandidaten draufschreibe, der nicht kandidiert. Aufgrund deiner Handschrift wäre dein Wahlzettel nicht mehr nicht zuordnbar und dadurch wäre er ungültig. Ja. Okay. Also keinerlei Notizen oder sonstiges handschriftlich drauf machen, außer eure Kreuze. Weitere Fragen? Wir sehen dich. Trotzdem kann ich an dieser Stelle nochmal anmerken, dass ihr euch auch recht früh dazu entscheiden könnt, zum Fragemikrofon zu gehen. Nächstes Mal. Nur eine kurze Frage, was ist der Unterschied zwischen Nein und Enthaltung? Bei einer absoluten Mehrheit nichts. Danke. Ist eigentlich so. Ne? Noch Fragen zu... Ich dachte, egal, machen wir nachher. Noch Fragen? Bitte jetzt Handzeichen. Okay. Okay, dann haben wir jetzt hier unsere Wahlurnen. Einmal alle gucken. Die sind leer. Der doppelten Boden seht ihr eh nicht. Jetzt hoffe ich, dass ich von hinten gleich die Info kriege, dass die Wahlhelfer bereit sind. Nur mal für euch den Ablauf. Wenn ihr vorne rausgeht Richtung Toiletten, auf der linken Seite ist der Wahlraum. Da sind auf der rechten und auf der linken Seite jeweils ein Tisch mit zwei Leuten. Auf beiden Seiten könnt ihr euren Wahlzettel bekommen.
haltet dabei eure Stimmkarte vor, abgekreuzt wird vor Ort, also wer selber auf die Idee kommt abzukreuzen, hat Pech gehabt. Dann einmal Kreuzchen machen, an der Wahlurne wird nochmal kontrolliert, ob alles in Ordnung ist und dann durch einen anderen Ausgang wieder raus. Schön, dass alles schon hinstürmt, solange ich kein Okay kriege, dass hinten alles vorbereitet ist, eröffne ich die Wahl eh noch nicht. Ich hätte jetzt gerne mal Okay. Ja, was denn? Ja, Wahler, da ist eine Frau. Wo? Wer fragt? Wo? Er da? Oder was? Wo? Also so, wenn man die Wahl ohne Licht sieht, würde ich sagen, ja. Hier kann man auch so. Sagt mal Bescheid, dass Sie mir sagen sollen, ob man da Wahl hat. So. Okay, hiermit ist die Wahl eröffnet.